Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, etwas verspäteter zweiter Teil Venus Quadrat Pluto. Wäre es zu schön spät, aber doch. Ich habe ein bisschen genauer hineingeschaut in dieses Horoskop und ja, da stehen einige recht spannende Botschaften drinnen, wie zum Beispiel hier das Halbsextil zwischen Jupiter und Uranus, welches ich fast übersehen hätte. Dann habe ich gesagt, ich gehe nochmal auf den, also nochmal ist nicht richtig, weil ich habe ihn noch nicht erwähnt, Saturn als eingeschlossenen Herrscher des dritten Hauses, im vierten Haus allerdings in den Fischen, dann Mond im dritten Haus ebenfalls eingeschlossen und Pluto als Herrscher des zweiten Hauses ebenfalls im dritten Haus im Steinbock eingeschlossen. Was an dieser Besetzung deswegen so interessant ist, weil sie alle drei auf das dritte Haus hinweisen, Jupiter zum Beispiel, beziehungsweise auf die Kombination drittes und viertes Haus hinweisen, Jupiter als Herrscher des dritten Hauses, Spitze 3, im Schützen steht im sechsten Haus im Widder, ziemlich kulminierend auf 15 Grad 30, also hat sozusagen seinen Zenit gerade überschritten und im sechsten Haus fühlt er sich natürlich nicht sehr wohl. Das heißt, wir können hier erkennen, Wirtschaft, Handel in gewissen Schwierigkeiten. Aber diese Schwierigkeiten hängen auch über das Halbsextil mit der Bevölkerung Uranus zusammen. Uranus als Herrscher des vierten Hauses im siebenten Haus. Das heißt, die Bevölkerung in der Öffentlichkeit. Und na, ich glaube jetzt nicht, dass die Bevölkerung zum Gegenstand öffentlichen Handels wird. Ich würde eher sagen, die übliche Botschaft wäre halt, Herrscher von 4 in 7 wäre, mehr Wärme, mehr Gefühle in die Partnerschaften hineinzubringen, was aber hier natürlich absurd ist, weil viertes Haus im Wassermann und Uranus im siebten Haus ist es nicht unbedingt für Gefühle und Wärme stehend, sondern steht generell eher dafür, dass in Beziehungen sozusagen jetzt mehr Freiheit, mehr naja, Eigenständigkeit mehr, naja, man sagt auch Selbstverwirklichung dazu, kommt ganz, ganz spannend. Gleichzeitig haben wir Venus in ihrer Domizil-Hausbesetzung im siebten Haus als Herrscherin des achten Hauses, hatten wir, glaube ich, schon im ersten Teil besprochen. Aber wie gesagt, es steht für große Intensität in Beziehungen. Logisch, wenn die Venus als Herrscherin des achten Hauses im siebten Haus steht, wird es in Beziehungen ganz schön intensiv, ja? Ganz schön manipulativ, ganz schönes Kräftemessen. Naja, und dieses Kräftemessen haben wir auch hier bestätigt durch Venus-Pluto-Quadrat, so nebenbei der Hauptaspekt. Also das heißt, wir sehen es, dass es in Beziehungen jetzt nicht unbedingt leicht wird, aber wir waren stehen geblieben bei der ersten Verbindung, drittes, viertes Haus, Herrscher von 3, Jupiter, Herrscher von 4, Uranus. Also das heißt, hier die beiden im Halbsextil bedeutet, dass man jetzt sich hier neue Strategien einfallen lassen muss bezüglich Einkauf. Also das heißt, dass man alles das bekommt, was man möchte. Wir haben hier gleichzeitig Saturn als eingeschlossenen Herrscher von 3 in 4 wieder. Eine ähnliche Thematik wie hier. Doppelt gemoppelt. Und naja, das könnte schon einmal sehr unangenehm sein. Da haben wir nämlich zwei Ansätze. Wir haben zunächst einmal hier heimliche Geschäfte werden sozusagen irgendwie im häuslichen Bereich abgewickelt. Also das heißt, hier könnte es um den Versuch geben, natürlich wenn die Leute überleben wollen, werden sie natürlich andere Strategien erwerben, wie wir es hier schon gesehen haben, über das Halbsextil Jupiter-Uranus. Das heißt, hier könnten irgendein Versuch gestartet werden, dass die Leute zum Beispiel versuchen, von zu Hause aus irgendwelche Geschäfte zu machen, was aber schwierig besetzt ist mit Saturn in den Fischen. Gleichzeitig kann es natürlich auch eine andere Bedeutung haben, dass zum Beispiel Immobilien, dafür steht das vierte Haus, ja, dass Immobilien quasi verkauft werden und dass es hier mit dem Verkaufserlös, mit dem Verkaufspreis, Pluto-Herrscher des zweiten Hauses, Halbsextil, Probleme gibt. Ja. Also das heißt, dass es auch hier sozusagen neue Preise gibt und zwar, dass wir hier uns auch daran gewöhnen müssen, dass es nicht mehr so gelaufen ist oder so läuft wie früher. Und zwar hier, naja, könnte es, ja, es ist jetzt schwer etwas zu sagen, ja. Ich möchte auch nicht, ich möchte das Positive herausarbeiten, aber wir werden hier auf dem Immobiliensektor
in den nächsten Monaten starke Entwicklungen sehen, aber nicht unbedingt Entwicklungen, die nach oben weisen werden, sondern Entwicklungen, die eher südwärts zeigen. Und das könnte für mich schon einmal ein Botschafter in diese Richtung sein, weil hier Verkauf eingeschlossen, könnte auf Schwierigkeiten stoßen und in den Fischen wird es heftig. Und hier haben wir beim Preis schon eine gewisse Spannungslage. Also das heißt, es dürften wahrscheinlich nicht mehr die Preise erzielt werden, die man sich für Immobilien erhofft hat. Aber das ist immer so, wenn man in der Not etwas verkaufen muss, dann wird es halt eben billiger werden. Gar keine Frage. Wir sehen zum Beispiel den Mars. Mars in seiner engsten Häuserstellung, überhaupt die engste Häuserbesetzung im ganzen Horoskop, als Herrscher des 6. und 7. Hauses im ziemlich guten Trigon zu Aszendent. Das würde natürlich bedeuten, dass hier gewisse aggressive Tendenzen, ja, vom Wilden Westen auf uns herunterwirken. Übrigens in einem normalen Horoskop wäre zum Beispiel Herrscher von 6 in 9 in den Zwillingen im Trigon zum ersten Haus, würde zum Beispiel bedeuten, den Beruf im fernen Ausland finden, der irgendwie mit Büroarbeit zu tun hat oder mit Kommunikation zu tun hat, vielleicht im religiösen Bereich. Und auf jeden Fall, dieser Beruf würde dann die Persönlichkeit sehr stark unterstützen. Und immer Mars-Trigon-Aszendent heißt in der traditionellen Radix-Astrologie, dass jemand sehr, sehr aktiv ist, sehr fleißig ist. Also das heißt, dass jemand ununterbrochen in der Schaffensfreude ist. Und in dem Fall wäre es natürlich sehr stark im Wissensbereich, aber auch in der Kommunikation. In dem Fall würde ich sagen, hat es vielleicht weniger mit Kommunikation zu tun, ja, vielleicht mit etwas wütenden Telefonaten, weil wir sehen hier, dass es Probleme mit den militärischen Auseinandersetzungen gibt, ja, und dass es hier sozusagen den Wake-up-Call in Richtung unserer Heimatländer gibt, zu kooperieren. Das könnte hier durchaus in Zusammenhang stehend sein. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4. Jedes Haus steht für rund 7 Tage, also 4 Wochen. Wir haben hier 28 Tage, das weist so in etwa auf den 13. April hin. Ja. Das heißt, Mitte April könnte es ein sehr brisantes Ereignis, weil immerhin haben wir hier den Mars, ja. Könnte es ein sehr brisantes Ereignis in Zusammenhang stehend mit dem Konflikt im Osten. Wir haben, war das gestern, oder? Eine sehr haarige Situation erlebt, und zwar, ich will jetzt keine Details nennen, aber du weißt, vor der Krim gab es sozusagen eine heftige Konfrontation, und das sind dann diese Dinge, die dann sehr schnell eskalieren können. Gut, escalier ist, glaube ich, auf Französisch die Stiegen. Wir haben hier, und antichambrieren ist auch Französisch, ja. Wir haben hier das neue Datum, 27.12.1740. Verzeihung. Und insbesondere jetzt endlich für morgen, weil jetzt haben wir schon 3 Tage dasselbe Datum gehabt, und ich habe hier die Zahlen ja bewusst hingehalten, aber heute werden sie entlüftet, belüftet, gelüftet. Wir haben die 27 an erster Stelle, das ist der Perfektionismus, der Fleiß, der Eifer, die Einsatzwilligkeit. Na, und da würde ich sagen, eindeutig Mars-Trigon zum Aszendenten, brauche ich nicht allzu lange suchen. Die 39, die Intensität, die Zwanghaftigkeit, die Machtspiele und so weiter, na, da brauchen wir auch nicht lang suchen. Da haben wir Venus-Pluto im Quadrat als Hauptaspekt, wie wir es da so schön lesen können, aber auch Venus als Herrscherin des 8. Hauses im 7. Haus, also sicherlich nicht langweilig. Dann haben wir hier den Kuschelhammer, eine wunderschöne Zahl, sozusagen, man ist lieb, nett, freundlich, alles bestens, aber immer bedenken, es ist eine Viererzahl. Naja, wer könnte das sein, wer könnte da der Kuschelhammer sein? Ah ja, ich habe vergessen, bei den Besetzungen 3., 4. Haus habe ich vergessen, dass der natürliche Herrscher des 4. Hauses Mond hier eingeschlossen im 3. Haus ist, und ich habe natürlich bei den Fixsternen nachgeschaut, und hier bin ich auf Deneb gestoßen, 1947, das heißt plus 19 dazu, das heißt, wir kommen auf 2006, Schwanz des Adlers Deneb, und das bedeutet gemäß Vivian Robson eigentlich gar nichts. Aber hier geht es um die Venus-Jupiter-Natur, also die Fähigkeit zu Kommando, zu Liberalität, zum Erfolg
interessant im Krieg. Also merkwürdige, merkwürdige Aussage. Aber wie gesagt, der Mond steht eben auf diesem Deneb derzeit. Das ist eine interessante Zusatzinformation. Und steht für den eingeschlossenen Herrscher des 9. Hauses. Im 3. Haus, was könnte das bedeuten? Das heißt, unterschwellige Machtausübung aus dem Wilden Westen. Oder auch durchaus möglich, weil der Wilde Westen ist ein Krebsland, kann aber auch für den fernen Osten stehen, dass hier eben hartnäckiger Einfluss auf unsere Wirtschaft ausgeübt wird und dass wir hier eben starke Schwankungen haben, Hartnäckigkeit im Steinbock und natürlich auch Macht, weil wir haben Mond auf 18 Grad 50, Skorpion gerade 17, 30 bis 20 Grad. Das heißt, wir haben es hier mit versteckten Machtspielen aus dem zum Beispiel, kann durchaus ferner Osten sein, weil hier unsere Wirtschaft und Handel stark betroffen sind. Aber eben, wie gesagt, eingeschlossen. Das heißt, wir sehen hier auch im Bereich der Wirtschaft gröbere Probleme, was in dem Horoskop relativ leicht herauszulesen ist. Und natürlich auch Spitze 5 des Haus sehe ich gerade in den Fischen, allerdings auf Krebsgraden 8 Grad 47. Das sagt mir natürlich auch, dass es für die Bevölkerung Schwierigkeiten beim Aufrechterhalten des Lebensstandards gibt, was wir aber auch hier sehr schön aus dieser eben dreifachen Besetzung von 3. Haus, 4. Haus über Jupiter, Uranus, Halbsextil, über Saturn, eingeschlossener Herrscher des 3. Hauses im 4. Haus und über Mond, natürlicher Herrscher des 4. Hauses im 3. Haus, dreifach bestätigt sehen. Also wir sehen, es gibt für die Leute große Probleme sozusagen, noch das zu bekommen, alles geliefert zu bekommen, was sie wollen. Daher mein Rat noch an dieser Stelle, bitte, wenn du irgendwie in deiner Vorbereitung noch etwas nicht hast, würde ich sagen, hier gilt dann jetzt diese Spruchweisheit, den letzten beißen die Hunde. Also das heißt, wenn du noch Dinge erwerben kannst, dann tu das jetzt, weil es kann sein, dass es in ein paar Wochen sehr, sehr schwierig wird. Und ja, ah ja, wir waren ja bei den Zahlen geblieben. Wir waren, wie gesagt, der Kuschelhammer, die Machtausübung. Naja, was könnte das hier sein? Na, also Sonne im 10., also Herrscher von 10, Sonne in Konjunktion Merkur, Neptun in den Fischen, ist jetzt, glaube ich, schwierig. Also da sehe ich jetzt nicht die Machtausübung. Die 47 ist auch eine Hammerzahl, aber das ist dann der Oberhammer. Das ist eure Knüppelkordelzahl. Also das heißt, hier spielt man den Harten und hat aber in Wahrheit Sehnsucht nach Liebe, große Suchtgefahr. Wo sehen wir hier die große Suchtgefahr? Naja. Venus, Pluto könnte schon auch ein bisschen, eher Suchtgefahr wäre eher Sonne, Neptun und besonders Mars-Neptun-Quadrat, würde ich sagen. Mars-Neptun-Quadrat ist die Sucht an sich. Also die laut Immanuel Kant die reine Sucht, also der Suchtimperativ. Die 51 als letzte Zahl haben wir dann eine ganz schwere Zahl, ja, ganz schwierige Zahl. Fanatismus, schwarze Magie, ja, Tyrannei. Sehr starke Machtausübung. Ich würde sagen, naja, das ist für mich energetisch jetzt von der 39 jetzt nicht so weit entfernt, ja, weil 39 plus 12, 12 hat einen wichtigen Zykluswert, ergibt laut meiner Rechnung ohne Taschenrechner freihändig gerechnet die 51, ja. Und ich würde sagen, bleiben wir auch bei dieser Zahl im Bereich von Venus-Pluto-Quadrat. Also ich würde sagen, da liegen wir irgendwie auch hier goldrichtig. Und interessanterweise, als letzte Zahl haben wir die 6, das steht für Mars und hier geht es darum, seine Gefühle wieder freien Lauf zu lassen und wir sehen 1, 2, 3, 4, 5 Planeten sind im zweiten Quadranten, im Gefühlsquadranten drinnen, also das heißt, die stärkste Besetzung besteht im Bereich der Gefühle. Naja, und vielleicht, weil hier der Mars involviert ist, ist das vielleicht ein Hinweis auf diese Dreifachquadrierung. Gut, ich würde sagen, wir springen als letzten Akt in den Übergang der Venus vom Widder in den Stier und dann ist für heute genug. Alles Liebe, weiter zum vierten und letzten Teil.